So, willkommen zur Folge Nummer 18. Ich bin hier in meinem kleinen Panzer unterwegs, kurz vor einem Nest hier unten. Das sind, glaube ich, Speyer. Hatte ich ja vorhin gesagt, das Nest räume ich mal aus, dann fahren wir hier rüber und nehmen das gleich mit. Weiß, beheizt ein bisschen die Evolution, aber man muss ja aufpassen, hier oben wird es eng, deswegen müssen wir das Nest auf jeden Fall auch wegmachen. Den Rest können wir eigentlich erstmal stehen lassen, außer ich komme in die Zerstörungswut. Und nehme noch so auf dem Weg dorthin noch so das ein oder andere Nest mit. Aber wie gesagt, ich will die Evolution jetzt auch nicht grundlos befeuern. Deswegen lasst uns hier mal ein bisschen beginnen. So, hier nach unten fahren. Oh, hier sind auch sehr viele mittlere Würmer. So, war es das schon? Nee. Jetzt aber. So, sind wir eigentlich gut weggekommen. Ja, zwei Striche verloren. Das reparieren wir kurz. Einmal geschwind aussteigen. So, sehr schön. Und wieder einsteigen. Und weiter geht's. Jetzt haben wir eine kleine Strecke vor uns. Dabei können wir eigentlich so. Ja, wobei, wenn der Wald nicht im Weg ist, ein bisschen die Karte aufdecken. Hier unten ist nämlich schon wieder ein Nest. Hier war mal eins. Hier ist ein Kohlefeld. Ja, ist ein kleines Nest. Nichts Wildes. Hier oben vor der Steinkarte, das nehmen wir auf jeden Fall aus dem Spiel, falls ich an den Stein hier hin muss. Das ist ein gemischtes Feld. So, das ist weg. Will ich das hier gleich weg haben? Nee, das muss nicht sein. Komm, die können wir lassen. Wie gesagt, man muss ja die Evolution nicht grundlos befeuern. Gut, jetzt muss ich natürlich hier oben hinkommen. Das bedeutet, ich muss mich hier durch den Wald durchkämpfen. Mit dem Panzer kann ich natürlich einfach durchfahren. Da brauche ich jetzt keine große Rücksicht mehr nehmen. Ein gut klar, jeder Baum, der hier von mir weggenommen wird. Ist natürlich Gift für die Umwelt, aber ich habe keine Lust mehr, da immer außen rum zu fahren. In Grastorio könnte man das ja wieder aufforsten. Will ich die hier mitnehmen? Ne, komm. Ich rede die ganze Zeit davon, die Evolution nicht grundlos zu befeuern. Dann muss ich jetzt hier auch nicht grundlos irgendwelche Nester ausräuchern. Wir fahren einfach in einem kleinen Bogen dran vorbei und auch hier fahren wir dran vorbei. Es geht ja. Auch ein etwas größeres Nest. Moin, Tommy! Ja, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Alles fit? Bin gerade wieder ein bisschen ich habe jetzt nicht mitbekommen, seit wann du da bist. So lange ist es noch nicht. Bin gerade wieder ein bisschen auf Zerstörungstrip. Muss ein bisschen ausräuchern. Und da ich jetzt mit dem Panzer hier durch den Wald fahren kann, mache ich das auch einfach. Irgendwann gibt es keinen Wald mehr, weil ich alles mit dem Panzer niedergemäht habe. So, hier war mal ein Nest. So, wie gesagt, das Nest hier oben, das muss man wegmachen. Ansonsten dann sind wir erstmal wieder im sicheren Bereich. Ich könnte hier hinten noch ein bisschen, aber da muss ich ja wieder komplett zurückfahren. Das mache ich jetzt nicht, weil das ist neu, glaube ich. Kann das sein? Die beiden kommen wir irgendwie, wobei eins davon war, glaube ich schon. Bin mir nicht mehr sicher. Aber das können wir ja eigentlich alles stehen lassen. Ich fahre dann nur hier oben entlang wieder, glaube ich. Moment, was ist der kürzere Weg? Na, der kürzere Weg ist tatsächlich so rum. Anstatt hier oben rum. Ich fahre wieder unten rum. Versuche denselben Weg zurückzunehmen. Klappt wahrscheinlich am Ende eh nicht und ich mähe noch mehr Bäume nieder. So.
Sind das... Waren das... Waren das tatsächlich schon große? Das sind doch keine mittleren mehr. Das sind doch schon große hier. Verdammt, ist die Evolution schon weit. Oder sind das die kleinen? Ne, das sind die mittleren. Also die Stufe 2. Das ist doch schon Stufe 3. Ja, bei mir auch alles wunderbar. Danke, Kiddies. Ist nicht ganz korrekt. Ich habe noch momentan nur eine Tochter. Also es ist jetzt auch nicht unmittelbar was Neues geplant. Aber auch der geht's gut, die schläft nebenan. Wenn ich zu sehr schreie, weil mich irgendwas aufregt, dann wacht sie auf. Das ist zwar offiziell hier mein Büro, aber ihr Kinderzimmer ist direkt nebenan. Und wenn ich zu laut bin, dann hört sie das. Wobei sie wacht davon eigentlich nicht auf. Außer wie gesagt, ich schreie wie so ein Gestörter. Aber ihr stimmt mir doch zu, das war noch gerade definitiv schon die Stufe 3 Beißer. Bin ich zeitlich gesehen schon so lange im Spiel oder ist das, weil ich so viel Nester schon ausgeräuchert habe? Ja, du, wie gesagt, es ist nichts unmittelbar geplant, definitiv nicht, aber man weiß ja nicht. Das Thema ist noch nicht zu Ende diskutiert, um es mal so auszudrücken. Aber es gibt noch keine wirklichen Tendenzen dazu. Wir hatten jetzt in letzter Zeit genügend anderes zu tun hier, wie gesagt, Haus umgebaut, Umzug und so weiter und so fort da. Haben wir alle andere Dinge im Kopf gehabt. Kann ich hier um den Wald rumfahren? Ja. So. Habe ich denn das angezapft? Hab das letzte Woche schon gemacht. Seht ihr mal. So, einen kleinen Moment kurz. Bin gleich wieder da. Meine Frau geht gerade ins Bett. Stimmt, das habe ich das letzte Mal angezapft. So, lasse ich meinen Panzer stehen oder packe ich ihn ein? Problem ist halt, wenn ich ihn einpacke, dann habe ich 1, 2, 3, 4 Inventarplätze belegt. Wenn ich ihn nicht einpack, suche ich ihn, weil ich nicht mehr weiß, wo ich ihn abgestellt habe. Ein Dilemma. Ich lasse ihn stehen. So. Da ich ja dazugelernt habe, gehe ich tatsächlich auf rote mittlerweile. Oh! Ich habe gerade wieder was dazugelernt. Man kann so unten gar nicht nach unten ziehen, wenn man die quer stellt und nach unten ziehen möchte. So, aber wie gesagt, ich habe ja dazugelernt. Ja, Fließband ist im Weg, ich weiß, aber ich möchte dich trotzdem da haben. So, und da ich es mir noch einfacher machen will, weiß, macht immer mehr Sinn, wenn man dann irgendwann mal bei den Bots ist. Jetzt gehen wir. Ich versuche es tatsächlich heute noch anzugehen. So. Gebaut habe ich erst nichts, aber ich habe eine Blaupause gesetzt. Ach, hier unten hätte ich auch noch. Hier unten könnte ich theoretisch auch noch. Nein, machen wir jetzt nicht. So, also wo sind denn unsere Schwachstellen? Meine Schwachstelle ist eindeutig der Stahl. Ich habe viel zu wenig Stahl. Weshalb ich mehr Stahl machen muss, logischerweise. Deswegen kümmere ich mich jetzt um Stahl. Stein ist jetzt hier auch nicht so Bombe, aber es staut sich ein bisschen auf. Nee, Stahl geht gar nicht, ist viel zu wenig. Man sieht, hier kommt viel zu wenig raus. Allerdings liegt es nicht am Input der Eisenplatten und wie man sieht auch nicht zwingend am Input der
des Eisenerzes. So, okay, es geht jetzt demnächst mit Gelb weiter, außer ich schalte mir hier jetzt noch irgendwas frei. Aber ich vermute fast nicht. Ich bin noch 3 Forschungen ohne Gelb. Gut, hier scheint sich dann noch Bremskraft 4 freizuschalten. Okay, das heißt, ich muss mich dann doch auch demnächst um Gelb kümmern. So, das bedeutet aber, dass ich hier... Abriss. Den hier Abreiß. So, wie kann ich das jetzt wegmachen, dass die nicht mehr auf Rot stehen? Wie geht das? Bitte, bitte um einen Tipp. Wie kriege ich die roten X jetzt bei denen hier wieder weg? Nicht, dass ich dann eben später mit meinen Bots im, im Schrank plötzlich die Dinger abreiße. Abrissplaner und damit Umschalt, okay. Ah, ja, wunderbar. Herzlichen Dank. So, liebe Blaupause, Stahl. Stahl hier rein. So, da müssen wir euch hier abreißen. Wie viele rote Bänder habe ich noch? Gerade genug, um das zu bauen. Dann mache ich mir nämlich jetzt noch eine Stahlbahn rein. Und erweitere dann das Erzfeld drüben auch noch ein bisschen. Na, das war schon falsch hier. Ja, auf der Seite aber auch. Ja. In der Blaupause habe ich wohl vergessen, den Splitter mit aufzunehmen. So, dann müssen wir hier kurz einen Tunnel bauen. So. Von denen habe ich viel zu wenig. Und selbstverständlich habe ich auch überhaupt keine Lichtbögenöfen mehr. Nee, unten liegen, glaube ich, zumindest so 5 oder 6 Stück. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Da lagen zumindest welche. Weil ja die Eisenbahnen nicht hinterherkommen. Oh ja, es sind ein paar. Ja, kommen die. Da nehme ich mir doch glatt mal ein paar mit. Ein paar waren 53 Stück. Okay, so viel war jetzt nicht geplant. Komm, nee, ich behalte sie. Kann ich ja noch brauchen. So, Strom. Was habe ich hier gerade gebaut? Zugsignal. Ja, wunderbar. Braucht kein Mensch momentan. Hat mir nur ein bisschen Stahl gekostet. Also wieder zurück. Hier nach oben. Das hier zu Ende bauen. Und da wir hier ja nicht mit blauen arbeiten müssen, nehme ich auch die ganz normalen gelben und ziehe die rüber. Aber ich glaube, ich mache erst die hier. So, Strommasten. Es gibt bestimmt noch wesentlich effektivere Schmelzstraßen für Stahl. Aber ich lerne ja mit jeder Spielstunde dazu.
Fällt mir bestimmt irgendwann noch was Besseres ein. Oder ich glaube mir halt wieder irgendwo was, wie ich es in irgendeinem Video gesehen habe. Beim Suno kann ich mir relativ wenig klauen, weil hat mir vorhin sehr, sehr gut erklärt. Also ich müsste aktiv danach fragen, weil sonst spielt er so schnell und klickt so schnell durch die Gegend. Da komme ich nicht mit. Nein, das war keine Kritik, das war nur eine Feststellung, dass jemand, der noch nicht ganz so Factorio super drauf ist, der hat ein bisschen Probleme manchmal mitzukommen. Hier schnell, wenn man da so ein paar Mal so schnell durchklickt. So, will ich dich jetzt auf das Band legen oder will ich dich auf das Band legen? Also hier kann ich sowieso... kurz meinen inneren Monk befriedigen. Was habe ich denn hier jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich... Das hier wollte ich. So. So. Warum staut sich jetzt plötzlich Stahl? Was ist jetzt passiert? Ach so, Ich bin passiert. Habe ich denn das verbrochen hier? Warum habe ich das jetzt gerade abgerissen? Alter, was mache ich denn gerade hier für einen Rotz, ganz ehrlich? Moment. Ist ja eigentlich sinnvoll, was ich mache? Glaub nicht. Okay, der kommt immer an den oberen ran, dann bitte nicht. Dann gehe ich dann noch mal eins tiefer. So. So, dass wenigstens einigermaßen noch was aussieht. So, Moment, jetzt teilt der da drauf, der teilt da drauf und du darfst jetzt das Ganze hier nochmal so miteinander verbinden. So, jetzt nehme ich dich weg und mache ich dich so hin. Euch lasse ich jetzt erstmal stehen. So. Ja, das nächste Mal. Ich frag genauer nach, wenn irgendwelche Dinge sind. Ich muss fragen. Ich weiß, dass man manchmal so im Flow drin und kriegt es gar nicht mit, dass die anderen Leute, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich bin bestimmt nicht der Einzige, dem es so geht, der jetzt nicht mehrere hundert oder tausend Spielstunden in dem Spiel hat, dass er dann einfach ein bisschen Probleme hat, dem Ganzen zu folgen zu können, weil einfach so schnell geklickt wird und dann kommt man einfach nicht so ganz mit. So, das sieht hier ein bisschen merkwürdig aus, aber das habe ich mit Absicht so gebaut, weil so einen langen Tunnel gibt es nicht und ich will meine Straße hier eventuell noch ein bisschen erweitern. Deswegen gibt es hier einfach eine leichte Kurve. Ist jetzt für Ästheten auch nicht unbedingt so die optimalste Lösung, aber was ich natürlich machen könnte und definitiv auch noch schon im Kopf habe, ist, dass ich einfach die Fabriken irgendwie... hier zum Beispiel einfach ein Stückchen höher setze, damit ich hier mit Tunnel durchfahre. Wäre wahrscheinlich rein ästhetisch gesehen wesentlich besser. Ich glaube, das mache ich. Jetzt, wo ich so selber drüber nachdenke. Weil das sieht eigentlich schon...
Komm, ich mach sie einfach. So, die Fabrik wird jetzt einfach. Machst du mit Absicht noch mal eins hoch, dann na zwei, dann hätte ich Platz für 4 Linien. So, Moment, du brauchst aber, glaube ich, nur das hier. Genau. So, dann brauchst du einen roten Arm. Nee. Ja. So, du hattest einen roten Arm, der das ausgibt und einen roten Arm, der das holt. Und Strom. Das mal so. So, und jetzt hattest du blaue Arme. Das müsste doch jetzt... ja. Aber kann es sein, dass ich hier einen blauen Arm hatte, damit er schneller produziert? Ich glaube, ich hatte hier einen blauen Arm hingebaut. So, okay, dann passt nämlich das und dann kann ich nämlich hier tatsächlich mit einem Tunnel durchfahren. So, dann lassen wir das hier noch drauflaufen. So, dann sieht das Ganze nämlich wieder nach was aus. Dann nehme ich das hier gerade mal alles wieder weg. Boah, dann ist der Ästhet in mir auch befriedigt. So, frag mich nicht, warum ich das hier jetzt gerade gemacht habe. Aber das hier muss ich so machen, damit ich hier wenigstens auf einer Linie bin. So, bitte. So, weil hier ist ja nur eine potenzielle Linie. Gut, kann ich ja noch vergrößern, wenn es hier mache. Also, dann weiter zu den Erzförderern. Da, wo ich eigentlich hin wollte. So, da sind wir. So, sieht gut aus, oder? Ja. Okay, das ist Blödsinn, was ich da mache. Muss ich anders aufteilen. Okay, dann müssen wir gleich mal hier korrigieren. So blau brauche ich so. Habe ich keine mehr. Ach, verdammt. Dann muss ich gerade wieder zurücklaufen. So, aber hier bin ich wenigstens gleich an der richtigen Stelle. So 50 Stück rein. Strom habe ich wieder nur 3. Ich kann nur eins machen, weil mir was fehlt. Eisenstangen. Eisen habe ich hier unten genügend. Ja, dann nehmen wir mal hier ein paar mit. So. Ach Mann, was mache ich denn hier schon wieder? Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Hier will ich 1, 2, 3, 4, 5. Rest habe ich dabei, geil, ja. So.
So, Band. So, einmal hier drauf und jetzt Strom. So, läuft. Ich hätte die vielleicht auch ausräuchern sollen. Ist nicht mehr so weit weg. Kriegen die eigentlich... Ne, die kriegen auch noch nichts ab. Aber wenn die was abkriegen, ist ja eigentlich auch völlig egal. Gut, also. Läuft. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Erzverlore ich gebaut habe. Aber ich denke, es sollte genügend sein. So, jetzt habe ich das Erz überholt. Kommt dann gleich hier rein. Ich habe alles gebaut. Läuft hier unten, läuft es rüber, läuft da rein und dann sollte ich... Da habe ich hoffentlich endlich genügend Stahl. Schauen wir mal. Und dann kann ich mich endlich auch mal um was anderes kümmern. So Schmiermittel oder sowas zum Beispiel. Wenn ich endlich mal Richtung Bauroboter komme. Dann lerne ich sie wahrscheinlich kennen und reg mich auf, warum ich das nicht schon vor 5 Stunden gemacht habe. Aber man muss immer auf die harte Weise lernen. Heiß. So. Was jetzt hier? Ja, mittlerweile. Och, nee, oder? Oh, ja. Dann soll die Dinger auch richtig rumbauen, dann produzieren sie auch. So, okay, also Erz staut sich schon ein bisschen, das ist gut, das bedeutet, ich habe zumindest nicht zu wenig gebaut. Vielleicht noch nicht ausreichend, aber auf jeden Fall nicht zu wenig. Und hier geht es auch der erste Stahl raus, okay, dann denke ich, sollten wir das zumindest einigermaßen im Griff haben. Jetzt habe ich 3 Stahllinien, so viel habe ich echt noch nie gebaut. So, jetzt muss ich mir aber kurz auch mal was angucken. Flugroboter gestellt, jawohl. Okay. Schön. Dann haben wir jetzt eine Aufgabe. Mal kurz eine Notiz machen. So. Wie sieht es denn hier an der Stromflotte aus? Da sieht noch alles wunderbar aus. Gut, ich sollte mich auch irgendwann mal um die Erz, Uran-Wiederaufbereitung kümmern, weil nämlich, ja, die Kiste ist voll und ja, die ist noch nicht ganz voll. Also ein bisschen Luft habe ich noch. Habe ich tatsächlich immer noch nur 4? Ich meine, es reicht noch für ein bisschen, aber hier ist schon relativ viel drin, gell? Ja, ja, da, ach Mann. Wenn man doch nur alles gleichzeitig machen könnte. Ja. Danke, Suno schlägt gerade vor, dass ich eine Direkteinspeisung bei der Stahlschmelze baue. Habe ich tatsächlich schon drüber nachgedacht, weil ich das auch schon gesehen habe, dass das Leute jetzt beim Lichtbogenofen war es nicht, aber das ist ja im Prinzip scheißegal, ob Lichtbogenofen oder normal. Die haben es bei den normalen Öfen so gemacht. Ist eine Überlegung wert. Macht mir natürlich hier meine, es würde mir meine Symmetrie kaputt machen. Aber ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. So. Also okay, Eisenerz sehen wir jetzt. Passt. Würde das Ganze natürlich breiter machen, allerdings könnte man natürlich auch wesentlich mehr Output generieren, weil man die Linien dann länger machen könnte, wenn die direkte Einspeisung eben kommt.
Wenn ich damit mein Stahlproblem nicht in den Griff kriege, was auch nicht der Fall zu sein scheint. Also es ist natürlich mehr auf dem Band, das sieht man, aber so wirklich stauen. Okay, hier hinten staut sich jetzt. Oh, rot staut sich. Rot hat sich aufgestaut. Wahnsinn. Achso, weil die Lichtbögenöfen sich komplett aufstauen. Aber Schienen kommen immer noch zu wenig raus. Hier kommt zwar jetzt mehr Stahl runter, aber es reicht da eben noch nicht. Ja, das lassen wir so laufen. Dann ist es halt ein bisschen ineffektiv, was die Dinger. Aber wir sind eh jetzt demnächst am Ende der Forschung mit denen. Und gut, die brauche ich natürlich hinten raus immer. Gar nicht mehr so viel zu forschen. Ich meine, da wird noch ein paar Sachen aufpoppen hinten raus, glaube ich. Aber so viel ist es gar nicht mehr, gell? Ja, okay, hier halt. Ja, aber ich hab nicht mehr so viel. Gut, das wollte ich mich aber um das wollte ich mich gerade gar nicht kümmern. Um was wollte ich mich denn kümmern jetzt? Menschenskinder. Schmiermittel, genau. Schmiermittel war's. Damit ich endlich Roboter bauen kann. Und schneller vorankommen. Und ich sollte natürlich auch hier irgendwann mal wieder Munition bauen. So, Schmiermittel. Schmiermittel mache ich aus. Was war's? Leichtöl, glaube ich. Schweröl. Gut, momentan wird ja mein Schweröl umgewandelt in Leichtöl. Habe aber viel zu viel Leichtöl. Leute, ich kann jetzt hier einfach Schmiermittelproduktion machen. Und das Schmiermittel muss ich dann in Fabriken rüberleiten. Also müsste ich einfach nur hier die Leitung kappen, damit das nicht in die Leichtölverarbeitung reinrutscht. Könnte ich die beiden dafür. Okay, die habe ich jetzt schon weggenommen. Noch mach bitte weiter. Bis ich mich entschieden habe, wie ich es mache. Ich sollte das vielleicht erstmal nur mit einer Fabrik. Ich weiß gar nicht, wie viel Schmiermittel man benötigt. Gut, da ich das für die Forschung brauche, wird wahrscheinlich schon relativ viel Schmiermittel dann am Ende benötigt, weil es ein kontinuierlicher Verbrauch ist. Mein Gedanke jetzt hier war gerade. Ich bin schon wieder über eine halbe Stunde. Meine YouTube-Folge ist zu Ende. Ich führe aber den Gedanken noch zu Ende. Mein Gedanke war nicht, dass ich jetzt hier beide Male Schmiermittel produziere, dann das Schmiermittel nicht genügend abgenommen wird und somit mein Schweröl die Leitungen und die Fabriken, die Ölraffinerien blockiert. Das war jetzt so ein bisschen mein Gedanke bei der Sache. Aber wenn natürlich Forschungspakete produziert werden aus Schmiermittel zumindest in nicht in direkter Instanz, aber in zweiter Instanz über das Flugrobotergestell, das wiederum über den Elektromotor, dann macht es natürlich schon Sinn. Also, ja, ich überlege mir mal, wie ich das Ganze baue und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.